Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Piccolina. Ich bin immer noch dabei, dass ich hier diese dämlichen Äxte zusammensammle. Ich habe damit leider momentan nicht so viel Glück, also weil es heißt angeblich hier, die haben das, aber irgendwie wollen sie das nicht so ganz hergeben. Ja, wie widerstehen, was soll denn das? Genau, umfallen. Oh, okay. Vielleicht habe ich jetzt auch verschrien und ich bekomme doch jetzt so die letzten 5 Äxte noch anschließend. Aber mal gucken. Ich habe mir nämlich gedacht, ich werde mich jetzt einfach hier weiter spazieren und dann direkt in die nächsten Quests reinfallen, sozusagen. Damit wir hier natürlich auch weiterkommen irgendwie. Die grünen Quests sind natürlich, also sind zum Glück nicht grau geworden. Das ist schon mal sehr gut, weil dann kriege ich wenigstens ein bisschen EP noch dazu. Und ja, mal gucken. So, das schaut halt leider sehr, sehr schlecht aus für mich. Aber hier sind eh jede Menge Orks. Das ist ja sehr gut eigentlich. Geht sich das noch aus? Der hat jetzt auch eine Axt gehabt. Das ist sehr gut. Ja, das geht sich aus, dass ich den pulle, ohne die anderen zu pullen. So, dann werden wir das hier mal eben verwenden. Weil dann haben wir hier ein Schieb und einen Kundschafter, der mich wahrscheinlich ja gleich wieder netzen wird oder so. Was jetzt aber gar nicht mehr so schlimm ist. Ah na, er netzt mich doch nicht. So, wir müssen ein bisschen Mana sparen, dass wir hier länger aushalten, gell? Länger durchhalten. Au! Bist du deppert? Steht immer noch auf. Wieso durchbricht er wahrscheinlich durch den Berserker-Scheiß, gell? Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. Keine Axt, keine Axt, keine Axt. Okay. Es geht einfach ganz normal weiter. Ciao. Die machen mal Berserker und dann wollen sie abhauen. Kann ich noch nicht wirken? Eieieiei. Okay, warte mal. Dich muss ich jetzt erstmal weiter wegbringen. Oh. So. Also von dir muss ich jetzt erstmal weiter weg. So muss ich sagen. Genau. So, dann haben wir dich auch. Wollstoff. Ich meine, Wollstoff brauche ich eh auch. Wa? So, jetzt muss ich hier erstmal wieder recken. Weil dann haben wir wieder 3 Leute auf einmal. Schaffen kann ich das? Ich weiß es, ich weiß es. Ich muss nur geschickt vorgehen. Ich muss nur geschickt vorgehen. So. Also, dich werden wir jetzt erstmal schieben. Dann werden wir uns auf einen konzentrieren. Ich meine, die haben eh beide gleich viel. So, beide Ding. Okay, der ist draußen. Der andere ist auch gleich draußen. Au. Das lädt immer noch auf. So, der ist aber wenigstens kaputt. So, dann nichts wie weg. Dann kann ich ihn gleich wieder frosten. Oh. Aha, aber er ist kaputt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Ich meine, dass sie mir immer in den Rücken schlagen, ist natürlich nicht so super. Aber bevor ich Gefahr laufe, dass ich... Oh, oh. Oh, oh. Okay, kann ich noch nicht wirken. Warte, au, 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 au.
Ich wollte gerade sagen, bevor ich Gefahr laufe, dass ich irgendwo mich reinblinzel und dann sowieso tot bin. Also, es ist sehr knapp, aber ich habe es geschafft. Also, ja. Es würde von Naela würde jetzt sicher wieder was kommen, von wegen, ja, ginge auch anders und besser und leichter, aber ja, das ist halt meine Spielweise. Sie ist ab und zu ganz schön brenzlig. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann bin ich natürlich depressiv und ja, okay, eingeschnappt will ich nicht sagen, aber ja. Das passt dann halt nicht. Wenn das zu oft hintereinander passiert, dann habe ich keinen Spaß mehr am Spiel. Aber solange es so läuft und Dieser man nicht so Zauber ist oft noch nicht stirbt, bereit. passt das schon. So, hier, schau. Er kriegt einen Wutanfall und will flüchten und genau. Und er gibt mir keine Angst. Ist es wieder ein Elite? Nein. Aber jetzt bin ich dann langsam mal da, wo ich nicht hin will, ja? Muss ich darüber? Aha. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Alter, wieso ist denn hier jetzt auf einmal so viel Zinn? Oh, das sind jede Menge Murlocs. Okay, also ich komme da runter auf alle Kann ich Fälle. noch nicht wirken? Und wieder hoch. Aber ich bin dann schon bei der anderen Quest. Andere. Das ist blöd. Und mich nervt es jetzt auch gerade, dass ich hier die ganzen Zinnvorkommen sehe und nicht mit meinem Schurken online bin. Ah, so ein Scheiß. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, vielleicht schaffe ich es auch nochmal mit meinem Schurken irgendwie online zu kommen und bei Kann dem ich auch noch nicht wirken? weiterzumachen. Das lädt immer noch auf. Weil ich hatte mir dann nämlich eigentlich gedacht, so, wenn das mit dem Jäger jetzt so relativ flott weitergeht und ich den aber mehr oder weniger abhängig davon gemacht habe, ob er. Also, dass er hier vom Schurken Geht's? abhängig ist. Okay, abhängig ist er beim Schurken nicht mit der Munition, aber wenn ich das Ganze natürlich hier, Dingens machen möchte, also kostengünstig machen möchte, dann brauche ich das natürlich. Bogen 16. Dann kann ich natürlich entzaubern. Man sieht sich. Da muss ich dann mal gucken, was ich hier so weitermachen kann. Armschiene, schwache Ausdauer, 7 Mal. Schwacher Schutz. Ding. Da, geringe Gesundheit. Das wär nice, weil da habe ich einige dann. Wenn ich da 4 habe, 3 mal 4 sind 12. 6. Oh, 6 Punkte nur. Naja, aber 6 Punkte und Armschiene, schwache Ausdauer bleibt dann auch noch ein bisschen über, glaube ich. Ja, sicher. Also schlecht wäre es nicht. So. Dann wollen wir mal hier. Wie gesagt, passt mir eigentlich gar nicht, dass ich jetzt hier hingehe, aber vielleicht werde ich dann Dieser auch Zauber ist vorzeitig noch nicht nochmal bereit. rübergehen. Und die Orks dann nochmal kaputt machen. Wieso hat der jetzt nicht gezählt? Ach so, die müssen Anhänger droppen. Alter Verwalter, was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin außer Können Reichweite. die Orks nicht schneller respawnen irgendwie? Oh, oh. Oh fuck. Okay, warte mal. So. Dann habe ich hier. Ich muss dich nochmal neu schieben. Sind also das muss ich auf alle Fälle meinem Schurken weitergeben. Dann brauche ich das hier.
Der Scheiß ist jetzt halt, dass das ein Fernkämpfer ist. Und der auch castet und mir trotzdem Schaden verursachen kann. Aber er ist gleich tot. Seht ihr? Seht ihr? Bam. Ich hab's geschafft. So. Ich werde jetzt einfach nochmal zurückspazieren. Weil das ist mir zu blöd. Ich möchte gerne wenigstens diese... Mir fehlen nur noch zwei extra. Kann ich noch nicht wirken. Zwei Äxte fehlen mir nur noch. So, hier kann ich jetzt nochmal verkaufen. Hallo. 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 Achso, und Treppen kann ich auch. Mögen eure Reisen sicher sein. Mögen eure Reisen sicher sein. Ja, das ist halt immer so eine Frage, gell? Da man ja alleine reist, oder da ich hier jetzt alleine reise, einige andere habe ich gesehen, reisen auch alleine. Ist das halt immer so eine Frage. Ne? Findet man die Unterstützung, die man ab und zu braucht oder nicht? Schau, wir haben jetzt hier schon wieder Leute. Wunderbar! Also, war ja doch gut, dass ich hier wieder zurückgekommen bin. Das lädt immer noch auf. Nur irgendwie kriegt er keinen Schaden ab. Das ist blöd. So, du bist kaputt. Oh, wieder stehen. Das ist blöd. So, dann haben wir hier Hände. Na ja, gut, okay. Sie muss ja sowieso einiges hier entzaubern und skillen und, warte mal, astrale Essenz. Wann brauche ich die eigentlich? Astral Essenz. Hier muss ich her. Brauche ich die denn schon irgendwo? Nee, gell? Das ist noch weit. Da muss ich noch weitermachen. Da muss ich noch viel weitermachen. Großer Magiezauberstab. Kann der was? Oh, hoppala. Okay, den habe ich dann hergestellt. Ja, gut. Wurscht. So finde ich das richtig nice. Du machst drei Schläge und das Ding fällt um. Drei, zwei, eins und weg, weg, weg. Ah, so. Dann, du kommst jetzt her. Mein Gott, die mit ihrem Netzen. Kann ich noch nicht wirken? Kann ich noch nicht wirken. Eine Axt. Das ist nice. Das heißt, mir fehlt nur noch einer. Jetzt wäre es noch ganz toll, wenn ich in dieser Folge diese eine Axt noch finde und das vielleicht nicht unbedingt so zwischen 5 bis 10 Minuten dauert. Das wäre ganz toll. Aber das können wir ja leider nicht so ganz beeinflussen, ja? Wieso haben die Widerstand? Warum? Es ist ja auch zum Beispiel Tatsache, ich bin in letzter Zeit, also ich hatte mir ja mal vorgenommen, dass ich eigentlich mein Interface überarbeiten möchte.
Dann sind mir auch in der Zwischenzeit die ein oder andere Idee in den Kopf geschossen oder habe ich auch gesehen, ja, das könnte ich auch so machen und mal versuchen und irgendwie. Aber das braucht verdammt viel Zeit und ich bin noch absolut nicht dazugekommen. Und das alles nur wegen der Arbeit. Naja, was will man da machen, gell? Geld braucht man nun mal. Weil leider kostet ja alles was. Also muss man auch arbeiten. So, dann. Das lädt immer noch auf. So. Das war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Das auch nicht. Au, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. So, scharf. So, dann haben wir hier einen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh Mann. Das ist blöd. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. So, warte mal, du versuchst jetzt eh zu flüchten, oder? Genau. Sehr gut. Uiuiuiui. Das ist ganz schön brenzlig jetzt hier. So, warte mal, dich schiebe ich jetzt nochmal. Weil, dann kann ich mich nämlich wenigstens ein bisschen hochheilen. Und den hier auch schon mal looten. Und wir haben ein bisschen Mana-Regeneration. Und das hier kann ich auch ein bisschen vollfüllen. Okay. So. Und dann muss ich den da hinten noch looten. So, eins, zwei, dieser Zauber ist noch nicht drei. Bereit. Wunderbar. Schau, das geht sich ja alles aus. Und ich habe die letzte Axt. Ja, ich habe die letzte Axt. Okay. Ja, dann Schattenfell-Anhänger. Wo gehe ich da jetzt nochmal lang? Da lang? Wahrscheinlich ist es eh egal. So, wir haben hier jetzt noch einmal Wollstoff. Oh, nice. Nice. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht wirken. So, warte mal. Wir werden jetzt gleich mal hier recken. Oh. Okay. Dann müssen wir das Schwert hier gleich entzaubern und dieses hier entzaubern und ja, was kann ich noch machen? So, entzaubern. Es werden immer mehr Punkte. So. Dann mal gucken, ob uns diese Leute hier auch ihre Anhänger geben wollen. Ich vermute nämlich mal stark nicht. Ah, da ist der Kopf. Okay. Schattenhafter Anhänger. Nee, Schattenfell-Anhänger. Oh, fuck. Oh, fuck. Der wird mich wohl hoffentlich jetzt nicht sehen, der Dunkelwirker. Oder doch? Nee. Das ist blöd. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, der spaziert da drüben hin. Okay. So, der einzige Nachteil ist halt, die sind halt doch eher mein Level. Das heißt, die Dreiergruppe werde ich wahrscheinlich nicht machen können. Zumindest nicht ohne zu sterben. Alter. Ich muss näher ran. Alter, alter, alter. Okay, ich muss auf alle Fälle hier zurecken.
Und ich muss dann auch dringend mal gucken, wie ich hier Dings weiter skillen kann. So, ja, das war klar, dass du mich jetzt siehst, gell? Ich wollte nämlich gerade noch abhauen, dass ich eventuell nicht angegriffen werde, aber. Wieso kann ich den nicht unterbrechen? Oh, Schattenfällen. Schattenfallen? Was? Schattenfellanhänger. So heißt es. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, gell? So, jetzt schauen wir nochmal bei dem. Da brauche ich gar nicht lang rumfackeln. Mit Frostzauber oder nicht? Ja, genau. Umfallen. Jawohl, okay. Also, hier bekomme ich auf alle Fälle diese Anhänger. Ich werde hier jetzt aber trotzdem erstmal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, die dann in der nächsten Woche laufen wird. Und ja, bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.